Bei umfangreicheren Arbeiten wie einer Schlussarbeit gibt es meist auch formale Vorgaben, zum Beispiel wird möglicherweise ein Inhaltsverzeichnis verlangt oder eine Fußzeile, die die Seitenzahl, den Titel, die Autorin oder den Autor enthält und wenn möglich natürlich auch eine Titelstruktur, die einigermaßen logisch ist, wie in diesem Fall, wo es die Überschrift erster Ordnung gibt mit erstens und dann die Überschrift 2 wäre mit erstens, 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 zweitens und so weiter. Und somit kann man sich immer sehr gut orientieren, wo man sich thematisch im ganzen Bereich befindet. Wenn du die Materialien entpackst, so hast du neben diesem PDF, das ich dir gerade gezeigt habe, auch eine Word-Datei und die gilt es zu bearbeiten. Und dabei kannst du immer wieder mal einen Blick aufs PDF werfen, um zu sehen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, du siehst, in diesem Fall ist die Datei schon recht gut strukturiert mit Überschrift 1, 2. Man sieht das ein bisschen besser, wenn man die Formatvorlagen so aufklappt. Dann der Text ist Standard und da geht es wieder weiter mit Überschrift 2. Bevor wir jetzt mit dem Inhaltsverzeichnis und der Fußzeile beginnen, richten wir zuerst das Dokument als Ganzes ein, also insbesondere die Seitenränder. Das machst du unter Layout und hier könnte man das bei diesem Befehl machen, aber etwas praktischer ist es, wenn man den ganzen Dialog Seite einrichten aufklappen lässt und hier kann ich das bequem noch anpassen. In diesem Fall möchte ich die Datei doppelseitig ausdrucken und deshalb wähle ich hier gegenüberliegende Seiten und du siehst, statt links und rechts steht nun auch innen und außen. Auf der Innenseite jedes Blattes hat es hier 2,5 und auf dieser Seite auch nochmals und außen soll es stattdessen 3,5 sein. Oben wähle ich 2,5, unten etwas großzügiger mit 3. Die Grundregel so für die Buchgestaltung ist, dass die Summe der beiden inneren Abstände in etwa dem äußeren Blattrand entsprechen soll. Wenn du also hier 2 einrichtest, das wäre also dann 4 zwischen diesen Seiten, so müsste der äußere Blattrand ebenfalls 4 sein. Und damit jetzt wirklich die ganze Datei so angepasst wird, musst du hier darauf achten, dass auch gesamtes Dokument ausgewählt ist und nicht nur beispielsweise Dokument ab hier. Zur Sicherheit noch ein Blick auf das Papierformat, das ist A4, das soll auch so sein. Und bei Layout könntest du dann, und das können wir aber auch später noch ändern, die Kopfzeile und die Fußzeile anpassen. Ich bestätige mit OK und du siehst, dass sich hier die Blattränder schon verändert haben. Auf der ersten Seite ist der äußere Blattrand der rechte und entsprechend hat es hier mehr Leerraum.